Die Ankündigung eines neuen Dooms steht uns kurz bevor. Das heißt, Grund genug für uns, von frisch gestrichen nochmal in die schmutzige Vergangenheit von Doom zurückzureisen. Und nach Doom 1, was wir ja schon mal behandelt haben, ist das logischerweise jetzt Doom 2 Hell on Earth. Dazu heute zu Gast meine persönliche Hölle auf Erden, André Ferschke. Freue mich sehr, dass ich wieder den Anspielclown geben darf. André habe ich genau 10 Minuten vor Aufnahme dieses Videos darüber informiert, dass er der Anspielclown sein wird. Entsprechend Speedrun-skillig wird dieses Gameplay jetzt sein. Also lehnt euch zurück und schreibt vor allem Kommentare, die André erklären, dass er das alles falsch spielt. Weil selbstverständlich. Das wird ihm sehr weiterhelfen. Ich nehme dann auch mal gleich den höchsten Schwierigkeitsgrad. Wow. That skill. Genau, wenn du ganz am Anfang zurückgehst, ist ja die Kettensäge. Das hat mir der Kollege Stange erzählt und er wollte, dass diese Feinheit hier namentlich genannt wird, weil das Einzige ist, was der Stange über Doom 2 weiß. Oder was? Damit weiß er schon mehr als wir. Ich bin jetzt schon irritiert. Ich spiele das mit Maus. Das habe ich damals natürlich nie getan. Also was hatte man ja noch nicht, solche fortschrittliche Technologie. Ich habe nur mit Tasten gespielt. Das ist sehr eigenartig. Was wir hier machen wollen, ist natürlich den von der BPJM zur Verfügung gestellten Indizierungsbericht durchgehen. Warum ist damals Doom 2 indiziert worden? Dazu müsste das Spiel aber erstmal erscheinen. Das ist es auch am 30. September 1994. Und dann schon im Dezember, am 14. Dezember, hat die BPJM die amerikanische und die deutsche Fassung in einem Aufwisch wegindiziert. Warum es da einen Unterschied gibt, dazu kommen wir später noch. Aus unterschiedlichsten Gründen, also unterschiedlichste Jugendschutzorganisationen des ganzen Bundesgebiets fanden, dass das alles viel zu brutal und gewaltverherrlichend ist. Ich will das jetzt nicht alles einzeln vorlesen, aber sie finden alles, dass das brutal ist. Eine schöne Stilblüte will ich dann aber doch vorlesen, weil es eben darum geht, dass es Unterschiede zwischen der deutschen und der englischen Fassung gibt und warum man da eigentlich nicht unterscheiden muss. Nämlich, beide unterscheiden sich hinsichtlich indizierungsrelevanter Elemente nur unwesentlich von ihrem Vorgänger Doom 1, stellen vielmehr die nahtlose Fortsetzung des ein- und marktgängigen Vernichtungsspektakels dar. Ich würde Eintritt bezahlen für ein ein- und marktgängiges Vernichtungsspektakel. Ich finde, es klingt ein bisschen schäbig. Das klingt so nach Vernichtungsspektakel von der Stange. Als ob es da nicht, ja. Weißt du? Das Schöne ist auch, dass sie sich hier drauf berufen, die Unterschiede zwischen Teil 1 und 2 sind nicht so groß, weil damals auch alle Spielemagazine das kritisiert haben. Auch die PC Powerplay damals, dass es eben die Abwesenheit innovativer Elemente wurde da eben stark angekreidet. Das hat auch der BPJM nicht gepasst. Nee. Die hat sich auch gedacht, Entschuldigung, wir spielen nicht den gleichen Rotz hier 100-mal. Ah, die Imps waren echt die Besten, oder? Was ist deine liebste Todesanimation in Doom? Die, wo die einen so umfallen. Das hört man ja häufig, das wird oft genannt. Ich finde, die Imps sind mit die schönste Todesanimation. Wenn ihr übrigens dachtet, dass marktgängiges Vernichtungsspektakel schon die schönste Amtdeutsch-Stilblüte von brutalem Splatter ist, dann gebt euch mal Durchlöcherungs-, Zerstückelungs- und Sprengungsakte. Sprengungsakte. Das klingt wie was, das Ulrich Meier moderieren sollte. Wir müssen nochmal zurückkommen auf diese ganze Geschichte. Doom 1 und Doom 2 sind im Großen und Ganzen, wenn es Indizierung angeht, das gleiche Spiel. Das führt die BPJM hier in mehreren Punkten auf. Nämlich, dass die für die Indizierung minder relevante Variation der architektonischen Gegebenheiten eben kein Grund sind, das hier anders zu behandeln. Also nur weil die Level ein bisschen anders braun sind, ist das halt immer noch eigentlich das gleiche Spiel. Also schön graubraun, so viel Zeit muss sein. Also wenn ihr euch jetzt das Doom 1 frisch gestrichen daneben anschaut, dann wird das schon schwierig, in dem kleinen Bildausschnitt zu unterscheiden, aus welchem Spiel jetzt welches ist. Da muss man die schon gespielt haben, um das zu erkennen. Dann wird eben auch nicht als oder weniger indizierungsrelevant hingenommen, dass die Aufteilung des Spiels anders ist. Bei Doom 1 war das so, dass das in mehrere Episoden aufgeteilt war. Und hier laufen jetzt einfach 30 bzw. 32 Level am Stück durch. Und mein Gott, das ist halt Geschieße. Dann ein inhaltlicher Fehler hier drin. Es gibt nur eine neue Waffe im Spiel, die wird von der BPJM benannt doppelläufige Schrotflinte BSG 9000 und das ist falsch, Mann. Und außerdem ist die doch einläufig, oder? Die doppelläufige also kriegt es man doch es erst. Gibt eine, achso, die es alte gab es aber schon, genau, ja, es neue Waffe. In Doom 2 gibt es eine Super Shotgun, die verwechseln aber immer, das haben sie bei Doom 1 schon gemacht, die BFG 9000, die es aber im ersten Teil auch schon gab. Also die gute alte sind Fehler gemacht. Ja, ansonsten, was eben der größte Unterschied wohl ist, ist, dass es mehr Gegnerarten in dem Spiel gibt. Also viele aus dem ersten, oder glaube ich, alle aus dem ersten Teil sind wieder mit dabei. Das ist noch der größte Unterschied, weil da das alles irgendwelche albtraumhaften Gestalten sind, aber auch ein paar menschenähnliche Gegner, ist das eben nicht weniger indizierungsrelevant.
Was aber indizierungsrelevant ist, ist, dass das halt noch brutaler ist als der erste Teil. Hier heißt es, der Versuch der Programmierer, Doom 1 an effektheischenden Gräuel-Szenarien nochmals zu überbieten, ist dank blutbesudelter Soldaten, die auf überdimensionale Holzpfähle aufgespießt, zappelnd ihr Leben aushauen, blutüberströmter, strangulierter Personen, blutig zuckender, herausgerissener Herzen auf Opferstock-ähnlichem Mobiliar, zu Bergen angehäufter Totenschädel und sonstiger Leichenteile, sowie des fotorealistisch dargestellten, blutig gepfählten Kopfes eines Jünglings zweifelsohne geglückt. Ja, und dann sprechen sie von marktüblich. Also, ja. Das ist ja mal schäbig. Dann hatte ich ja eingangs erwähnt, dass es eben eine deutsche und eine englische Fassung gab. Und ich habe vorhin gesagt, es gibt 30 bzw. 32 Level. Das ist eigentlich der große Unterschied. Wenn du nämlich Doom 2 durchspielst, die 30 Level durch hast, gibt es in der US-Fassung noch zwei Bonus-Level. Die heißen Wolfenstein und Große. Und wie der Name bereits andeutet, sind das eben als kleines Easter Egg Wolfenstein-Levels in Doom, also wo sie dann zusätzlich zu den Nazis noch ein paar Wolfenstein-Monster Doom-Monster reingestellt haben. Die sind in der deutschen Version nicht drin. Damit würde ja CDV umgehen, dass das Spiel wegen irgendwelchen verfassungsfeindlichen Symbolen Ärger bekommt. Schreibt aber hier die BPJM, sich folglich der Präsentation verfassungsfeindlicher Symbole enthält, stand der Feststellung einer wesentlichen Inhaltsgleichheit beider Versionen nicht entgegen. Das Vorhandensein nationalsozialistischer Symboliken war bereits für die Indizierung von Wolfenstein 3D von nachrangiger Bedeutung. Also erst das Gemetzel ist wichtig und dann, ob das halt Nazi-Symbole sind. Und deswegen ist es auch völlig egal, dass eben in der deutschen Version diese beiden Nazi-Levels nicht drin sind. Das wurde trotzdem dann indiziert. All die Mühe umsonst. Irgendwas macht auch meine Maus für ein komisches Ding. Also wenn ich hier seltsam zurücklaufe oder so, auf einmal, das bin ich nicht. Das wirklich nicht. Wahrscheinlich, weil du so eine alte Microsoft-Funkmaus hast, die nur zwei Kanäle hat und das Nachbarskind. Ich habe keine Ahnung, was hier. Du hast mir das eingebrochen. Dann ist das Ding eben indiziert worden. Das gleiche Schicksal ist dann wie bei Doom 1 auch schon der Xbox-Version im Jahr 2006 noch passiert, die dann eben auch noch indiziert worden ist. Und dann kam der große Bethesda-Befreiungsschlag, nämlich zur Veröffentlichung von der Doom 3 BFG Edition wurde eben das hier mit von der Liste wieder gestrichen am 31. August 2011. Seitdem ist Doom wieder frei erhältlich. Unter anderem gibt es das bei Steam. Was ich aber ziemlich happig finde, wenn man nur das Doom 2 bei Steam kauft, kostet immer noch 10 Euro. Naja, also, es ist halt, ne? Also schon, es ist ein Klassiker, den man so eine marktübliche Vernichtungsorgie, da kann man schon mal 9,99 für auf den Tisch legen. Entschuldigung. Ja, das haben wir, glaube ich, jetzt alles erklärt, was es hier noch zu beachten gab. Zeit für Shreddy, the Shredder, zur Tat zu shredden. Oh yeah. Shreddy, do your dirty work. You have one job, Shreddy, do it. Das war's mit frisch gestrichen Folge 9. Danke euch fürs Zuschauen und bis bald. Wir sind raus.